So, jetzt geht's wieder weiter mit Minecraft und Tacket. Minecraft und Tacket. Ja, jetzt glaube ich, haben wir hier die Folge 58 schon. Ist echt Wahnsinn, wie schnell das geht. Also, ich bin noch ein bisschen krank, aber. Ja. Kann ich jetzt im Moment gerade nichts leider dran ändern. So, dann. Springen wir erstmal ganz planlos durch die Gegend. Ne, ich habe schon Ziele. Eine Lebensaufgabe. Naja, vielleicht ganz schon, okay. Man nehme eine Axt und einen Baum. So, das ist meine Lebensaufgabe. Das mache ich jetzt bis zu meinem Lebensende. Naja, okay, vielleicht nicht ganz, aber die nächste Zeit bestimmt. Bei anderen gibt mir das Kackholz aus, das regt echt auf. Boah, da oben hängt auch ein Stück Holz. Du Kackholz. Super. Noch tiefer ging es mir nicht. War wieder klar irgendwie. Ja, also ich habe mir halt schon ein bisschen überlegt, was wir so machen könnten. Und gehe ausnahmsweise mal nicht so planlos rein wie sonst immer. Ich denke mal. Ja, wird halt ganz lustig. Lol. Okay. Komm, gleich Skelett, komm. Komm, 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 komm. Braves Skelett. So, ich glaube, das brauchen wir jetzt erst nicht, weil Bücher haben wir genug. Also, wir wollen uns eine Monsterbücherei bauen oder so. Aber ja, ich wusste selbst, das wird noch eine lange Zeit lang dauern, wenn überhaupt. Lol. Hä? Ups. Wie konnte es nur passieren? Schlimm. Ich dachte, es ist gerade schon irgendwie so ein fetter Enderman war jetzt wieder oder so. Und eine ganze Enderman-Armee. Ich glaube, das war einfach nur ein Level-Up. Oder ein Level-Up vielleicht sogar. So. Kannst die Erde wieder reinhauen. Sehr liebevoll reinhauen. Könnten wir auch mal alles wegbauen. Und die ganzen Löcher hier, die will ich dann auch immer mal auffüllen, aber ja, ich glaube, das wird noch ein paar Folgen dauern. Ist ja alles noch nicht so wirklich toll, aber ja, es dauert einfach noch alles. Dauert alles eine Zeit. Ja, unser Lagerhaus haben wir jetzt eigentlich schon mal noch unfertig. Fällt mir gerade auf. Auf und ein. Sorry für den Ruckler gerade. Boah, wir haben echt kaum Holz. Das ist echt scheiße. So, 12 Kisten werden wahrscheinlich nicht reichen, aber egal. Obwohl, doch, könnte. Ja, könnten reichen. Zumindest unten rein. Und dann will ich vielleicht noch eine Reihe drüber bauen. Ich weiß nicht, ob die so drauf bauen würde. Ja, das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus.
Und oh mein Gott, das Holz reicht wieder nicht. Das ist doch scheiße, oder? Ach komm. Ich brauche definitiv mehr Holz. Auch wenn ich glaube, dass wir so viele Kisten in den nächsten 10 Jahren nicht brauchen werden, aber was schon mal da ist, ist da. Ups. Naja, klar, wegen 3 Kisten reicht es natürlich nicht. Das waren jetzt über 2 Stacks Holz. Echt voll die Verarschung. Naja, gut. Ich glaube, das macht hier eigentlich keinen Sinn. Glaube ich. Ich weiß es nicht, aber ich reiß trotzdem weg. Schön EMC so vergammeln lassen, ja. Echt scheiße. Ja, ist also nicht so toll. Das Ganze könnte man nicht auch mal abbauen. Ups. Das ist Ponder. Nehmen Blockbreaker. Breaker. Ist ja alles, das ist. Schon eine Zeit lang alt. Ja, hier hat sich was schon getan. Hier habe ich schon einen MK2 Relay, das sehe ich gerade, wusste ich gerade gar nicht mehr genau. Und eigentlich könnten wir hier schon einen MK3 hinbauen. Oder wir bauen noch einen MK2 Relay hin und noch mehr. Ich glaube, das ist fast sinnvoller. Erstmal ein volles MK2 hinbauen und dann irgendwann mal einen MK3. Also wir bauen das Holz. Ach, Diamant. Meine Fresse. Und fällt euch was auf? Das erste Mal, dass ich die Treppe nach unten benutze. Ist echt fast schon so ein. Ja, ist echt fast schon zum Feiern. Haben wir irgendwas zum Schreiben? Ja, haben wir. Sowas noch. Ein Stück von dem. Es gibt bestimmt gleich wieder die Sonne unter. Samen oder Setzlinge oder was auch immer darstellen soll. Wir haben hier im Moment gerade irgendwie so viele Baustellen wieder offen eigentlich. So war das Ganze nicht geplant und ja gut, jetzt wo natürlich Jimbo auch noch weg ist, ist das Ganze echt ein bisschen scheiße. Na gut, aber damit müssen wir jetzt erstmal leben. Ich setze hier noch eine Reihe an. Für den Tür, wie das Holz nicht reichen wird. Oh ja, ich freue mich schon, wenn Beatrice Teil mit dem LP mitmacht. Endlich keinen. Oder endlich heute einen Sklaven, der mir immer alles bringt. Nee, Spaß. Die darf natürlich dann auch so anspruchsvollere Sachen machen, also nicht nur Erde farmen, also auch schon anspruchsvollere Sachen wie Couples farmen oder so, also vielleicht sogar die schwarzen Couples. Nee, das ist echt mies. Ich hätte sogar noch Erde. Boah, ich hab was mal, das ist ja wow. Hier ist sogar noch Holz. Wahnsinn. Besten alles, was hier irgendwie so mit Holz und so zu tun hat. Mal hier reinhauen. Das Gecraftete haben wir vielleicht mal. Boah, keine Ahnung, da rein. Irgendwelche Sachen, die man vielleicht irgendwann 10 Jahre noch brauchen könnte. Also. Dann ist eine Müllbox am besten. Ja, irgendwie sowas. Okay, das können wir brauchen.
Innerhalb der nächsten 10 Jahre vielleicht. Glowstone, eine extra Kiste. Gunpowder ist Müll eigentlich. Redstone ist kein Müll. Äpfel, Setzlinge. Alles so ein Müll da. So was in der Art. Ja, ich denke, das passt schon mal ganz gut. Unsere ganzen Rohstoffe hauen wir da hinten in die Kiste rein. Und wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Erstmal kurz schauen. Der Teil ist 9 GB groß. 9 GB, wie viel könnte das sein? Auf alte Minuten erstellt, okay. Das sagt ja schon ein bisschen mehr aus. Alles weg und umlagern und. Boah, was ist der Geier was? Dieses Inn wieder. Ich brauche definitiv mehr Platz. Und ja, die Nacht hängt mich auf. So viel nutzloses Zeug, was hier rumliegt. Ups. Ich glaube, hier war das Holzzeug drin. Ja, wow. Sogar richtig geraten. Hauen wir das rein. Hauen wir einfach hier rein. So MC-Wertmäßig ist zwar vielleicht nicht ganz auf gleicher Ebene, aber spielt jetzt keine Rolle. Kohle. Ach, hauen wir auch hier rein. Hier wieder Crap. Mit dem Eimer ist auch noch Crap. Alles irgendwie ordnen. Ein Repeater. Ja. Steinkiste. Was ordnen? Lass mich auch so ordnen irgendwie. So. Ah, so ist das hin. Okay. Ich höre schon mal ziemlich scheiße aus. Nee, nicht ganz, aber ich habe jetzt Angst, dass hier wieder ein Creeper kommt und mir alles wegballert. Creeper, Creeper, Creeper. Kein Creeper hier. Von nirgends. Bin hier echt vorsichtig geworden, weil die Dinge kommen echt von überall. Teilweise vom Dach, von hinten, von unten, von vorne. Wobei es von vorne eigentlich noch egal ist, beziehungsweise nicht egal, aber relativ harmlos. Wobei ich muss das Ganze mal alles offscreen mal umsortieren. Weil ich glaube, sonst reißt mir in den Kopf ab, wenn ich das jetzt alles so im LP mache. So, jetzt bin ich gerade noch am Schauen. Weil ich beende das LP immer gleich so, dass es halt perfekt passt. Nichts, dass ich extra nicht extra rumschneiden muss oder so. Also es ist einfach alles so. Ja. Passt. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich dieses, die Ölpipeline mal irgendwann weiterbauen will. Ich muss erstmal alles offscreen testen. Weil beim. Mir halb mal schon mein Mikro aus dem Mund. beim Tacket Surf gibt es immer so viele Möglichkeiten und so viel, was man falsch machen könnte. Ein bisschen Bug wieder. Gut, bugt halt mal. Und ja. Jetzt bauen wir uns erstmal ein Relay. Weil wir haben ja gerade so viel EMC. Finde ich ironisch gemeint. So. Obsidian und Glas. Hahaha. Wie gut, dass wir es alles weggeräumt haben gerade. Glas. Reicht eigentlich zwei. Und Obsidian irgendwo in der.
Starküste. 2, 4, 6, 7 brauchen wir dafür. Und also nehmen wir mal 14 mit. Haben wir hier schon mal fast alles, was wir brauchen? Okay, eigentlich haben wir schon alles, was wir brauchen. Oh ja, ein Dark Matter. Ach, wie toll. Und da kommen wir noch gleich in eine andere Idee. Ansonsten ist alles ein bisschen scheiße. So ein Transmutationsding. Und hat nur Scheiße im Kopf. Dann können wir echt mal ein bisschen was umwandeln werden. Kopf ist jetzt wert. Silber. Weil wie das hier aufgeteilt ist. Vielleicht eigenartig. Machen wir jetzt mal da draus Diamanten. Geht eigentlich sogar relativ gut. Ja, gut, 28 Diamanten. Noch ein Gold. Ein Gold, okay. Das ganze Gold können wir eigentlich auch mal umwandeln. Was ist da vier davon übrig? So, ups. Diamant, komm her. Und hier ist das ganze Kupfer. Kein Mensch braucht so viel Kupfer. Ja, ich hab jetzt in der Hand. Silber, Eisen, das ist eigentlich auch wieder übertrieben. Übertrieben viel. Lapislazuli, Mensch, braucht kein Mensch. Ich glaube auch kein Tier braucht so viel Lapislazuli. Oder kennt ein Tier, das Lapislazuli zu verkauft? Scheiße, mal reinhauen. So. Über einen Stack Diamanten haben wir jetzt. So, das ist schon mal ziemlich geil. Jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, wie da alles reinhauen. Ein Energy Collector. Nee. Das sind wir eigentlich umständlich. Wir sind aber echt richtig umständlich, beziehungsweise ich bin umständlich. Können doch einfach auch so und so. Komm. Ich hab jetzt keinen Bock auf Leiter. Relay MK2. Brauchen wir noch 213. Und sowas noch. So. So, dann haben wir hier immerhin schon mal wieder ein bisschen was zu bauen. Schaut doch schon mal ganz gut aus. Jetzt arbeitet das Ding auch schon mal schneller. Macht teilweise echt Spaß, dem Ding beim Arbeiten zuzuschauen. Allerdings wahrscheinlich für die LP-Aufnahme ein bisschen unpassend. Ja. Gut, dann schauen wir mal einfach wieder, wie weit es schon ist. Für die Minuten, bis wir zu lang überzogen haben,
20 Minuten. Okay, ich glaube, das reicht erstmal für eine Lücke.